Das ist die Mimi. Und ja, Mimi, ihre Mama ist leider bei der Geburt gestorben. Und ein Freund von mir hat mich gebeten, ob ich ihm helfen kann, weil er schafft es aber nicht, dass er die Mimi großzieht. Und jetzt hoffen wir, dass wir das hier bei uns gut schaffen. Das große Problem bei den Flaschenkindern ist einfach, dass dann später keinen Anschluss finden. Die sind einfach anders vom Verhalten, weil ich ihnen das normale Verhalten von Schafen nicht lernen kann. Und ja, sie finden keinen Anschluss. Die wird nie in eine Herde aufgenommen werden, die Mimi, und mir sollte immer allein sein. Und das ist, ja, das tut mir irrsinnig leid für sie. In einer Herde würde die Mimi jetzt nicht überleben können. Jetzt ist sie eine Einzelgängerin, ja. Schafe sind Herdentiere und sie hat keinen Kontakt mit anderen. Mir macht das irrsinnig traurig, ja. Wenn ich nicht bei ihr bin, dann schreit sie die ganze Zeit so lang, bis ich wiederkomme. Sie springt gegen die Türe, sie verwüstet mal das Büro. Also sie ist wirklich arm, wenn ich nicht bei ihr bin. Für mich ist das natürlich schön, wenn man die Mimi Schritt auf Tritt nachrennt und ich Ersatzmama bin, aber ich weiß, dass es nicht gut ist für die Zukunft für sie. Wir müssen uns was einfallen lassen. Wir brauchen eine Schwester. Vielleicht finde ich eins, wo auch die Mama gestorben ist, das schon eben auch mit der Flasche großgezogen wird, damit es nicht allein aufwachsen muss, die Mimi. Und jetzt sind wir total gespannt, ob sie sich vertragen, und wir hoffen es natürlich, damit beide nicht mehr allein sein müssen. So, schauen wir, Mimi, komm. Mimi! Oh, Mimi! Was machst du auf meinen Sessel? Ja, schau. Schau mal runter. Also ich glaube, die beiden passen ganz gut zusammen, die haben beide den gleichen Blödsinn im Kopf.
bin jetzt zwar nicht mehr die Nummer 1, aber okay, ich habe es mir eigentlich so gewünscht für die zwei und jetzt passt es so.